Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil mit Stratis Live in Arma 3. Ja, wir sind wieder zu dritt, auch wenn man hier jetzt nur zwei sieht. Vor mir ist der Cocaine. Hallöchen, ihr Lieben. Und da hinten aus dem Wasser rausrennend der Bandit Bob. Hallo. Und der legt sich gerade hin, bist du verletzt? Nee, okay. Ist okay. Ja, ich habe hier nur so ungefähr gefühlt 20 Frames, und nee, gemessen 20 Frames, gefühlt noch ein bisschen weniger. Das Problem ist hier auf dem KNG-Server, ihr hört hier das Chaos, Licht, Boote. Hier ist gerade ein Hubschrauber abgestürzt, es ist ein riesiges Chaos. Ich versuche das hier aufzunehmen, ihr müsst mir verzeihen, wenn das hier ein bisschen rumwackelt. Ein Gelaber im Sidechat. Jetzt habe ich fast Standbild gehabt. 12 Frames, yeah. Jo, reicht doch. Langt. Die haben die Brücke gesprengt hier vorne an dem Marktplatz. Also wir wissen auch nicht, was hier los ist. Wir sind hier online gekommen und hier ist das reinste Chaos. Also die Polizei hat uns verhaftet, grundlos. Wir gehen mal Bandit Bob hinterher. Hat uns gezwungen, Geld zu zahlen, damit sie uns wieder freilassen. Jetzt sind wir gerade hier frei. Also langsam beruhigt sich das. Jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger geworden. Also riesiges Chaos. Die Bullen haben uns überfahren. Das Problem ist, wir haben ja keine Nameplates. Was liegt denn hier auf dem Boden? Klamotten. Ganz viele Klamotten. Aber alles dieselben. Ja. Hat sie wahrscheinlich immer nackig gemacht. Ein paar Schichten Unterhosen angehabt. Ja. Läufst du da relativ langsam auf das Auto mit dem Scheinwerfern zu? Ja. Ja, okay. Dich kann ich wenigstens unterscheiden. Ach, du hast die Schmalzlocke, genau. Der Cocaine hat ja diese angegelte Frisur. Das ist ein Bullenauto, oder? Ja, ich versuch's gerade zu knacken. Geht nicht. Jetzt Squadbike? Ist das offen? Nee. Ja. Viel zu smart für uns. Wollen wir zum ATM uns erstmal Geld abheben? Ich weiß nicht, also wir haben ja, das, genau, das ist auch der große Nachteil. Wir haben unser komplettes erarbeitetes Geld verloren. Was ist denn das? Z war das? Genau, Z. Also ich habe keine Lizenzen, gar nichts. Das ist... Oh, wow. Schüsse. lass uns mal ein bisschen in den Schatten gehen. Krass, was hier abgeht, ey. Ich will noch nicht sterben. Ja, gibt eine tolle Folge. Chaos in Arga Marina. Wieso... Oh, da hinten halt wieder. Ich bin noch so jung. Ja, ihr müsst verzeihen, dass das Ganze hier mit wenig Frames läuft, aber irgendwie ist hier so ein Chaos und diese... Oh, da vorne. Hier ist so ein Chaos und so viele Leute und irgendwas stimmt hier nicht, also... Whoa. Au. Hast du dich verletzt? Nein, das ist okay. Der Server ist auch ziemlich desync irgendwie. Hier ist ja echt eine Menge los. Oje. Ja, so lässt sich schön spielen, ne? Ja, angenehm doch. Kann man nichts sagen. Fährt er? Oh, Baumfeld. Hast du es gerade auch gesehen? Ja. Ich habe nur den... Oh. Achtung, die überfahren uns. Die haben vorhin schon einen Haufen Leute überfahren hier. Hast du das gerade gesehen? Der Kurt einfach so über die Brücke schwebt, so plupp. Ja, und dann runter. Ja, dann wollen wir uns Geld besorgen, aber es ist ja chaotisch, um hier koordiniert zu spielen. Ja, das ist echt extrem hier. Ich weiß halt nicht, ob das einfach nur Chaos ist heute hier oder ob die gezielt irgendwie eine Rebellion angestrebt haben. Ah, die... Ja, die spielen gerade Ägypten nach. Die Gunst der Nacht. Okay, das hätten wir Ägypten streichen, wir. Ja. Dann rennt einer im Tauch. Ist das der ATM? Ja. Na, dann heben wir doch das alles ab. Ich meine, wir haben ja eh nichts zu verlieren. 4.900. Okay, hab ich. Ah, sie don't have much. What the fuck? Jo. Da. 4, 9. Lee.
For fuck's sake. Ach so, ich hab ja nur... Ich wollte 49.000 abheben, deswegen passt das nicht ganz. Was ist hier? Polizei? Aha. Wie fühle ich mich hier nicht wohl? Nee, also ich würde sagen, wir versuchen jetzt definitiv erstmal hier aus der Stadt rauszukommen irgendwie. Mhm. Weil sonst landen wir alle im Knast oder werden getötet hier. Okay, lass uns hier hinten aus dem... Wisst ihr noch damals zum Apfelfeld die Richtung? Hier hoch, ja, dann ja, rechts. Ja. Und das einfach am besten per Pedis. Was ist mit dem Haus los? Seht ihr das auch, dass das Haus ritzratze grün ist? Das sieht Da liegen Knicklicht darum. Okay. Radioaktiv. Ah. Ja, genau. Homer Simpson hat seine Stäbchen vergessen. Also 23 Frames ist natürlich nicht gut zum Spielen. Das ist übrigens immer als Hinweis. Ich werde ja immer unter den Videos gefragt, oh, mit welcher Hardware spielst du, mit wie vielen Frames kannst du deine Videos aufzeichnen und. Also normalerweise im Editor habe ich locker 60 Frames, aber jetzt hier, jetzt haben wir 30, jetzt beruhigt sich das. Ja gut, so viel Trash, wie da unten gerade abging da. Ja, muss überlegen, der berechnet die ganzen kaputten Fahrzeuge, die eingestürzten Häuser, die da unten rum sind. Die Helis. Ja. Wollen wir uns mal das Apfelfeld markieren, oder? Hätte ich mal gesagt, wir gehen mal auf die Map. Da steht übrigens ein Helikopter, vielleicht können wir den ja knacken. Ich habe das Apfelfeld mal markiert. Hier oben auf dem Hügel. Oh, das probieren wir gleich mal. Da haben wir eh nichts zu verlieren, oder? Oh, Zaun. Ich dachte gerade, warum geht's nicht weiter? Ja, die alten Pro-Gamer sind wieder unterwegs. Ah, auf jeden Fall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, immerhin ist der Sternenhimmel schön. Ja, das stimmt. Sternenhimmel. Oh. Okay, nee, das lassen wir. Oh, jetzt habe ich wieder 40 Frames, jetzt geht's wieder. Server Restart in 4 Minuten. Mhm. Ja, dann gibt das eine kurze Aufnahme. Oh, das... First Aid Kit drin. Und GPS? Aber ich kann es nicht tragen. Nee, ich kann es auch nicht nehmen. Aber einsteigen kann man auch nicht. Nee. Also einsteigen kann man den auch nicht, der ist abgeschlossen. Das sind 700 Meter bis zum Apfelfeld. Ich glaube, wenn der Server eh restartet, dann wird wahrscheinlich auch wieder alles weg sein oder so. Dann lass uns nochmal da runtergehen, dann können wir noch ein bisschen, machen wir halt eine Trash-Folge draus. Ein Let's Show, also sieht schön aus, muss man mal sagen. Ja. By the way, ich weiß nicht, wann ihr genau diese Folge seht. Es sind noch 29 Tage bis zum finalen Release von Arma 3. Also ich freue mich schon, auf einer anderen Insel zu spielen, außer auf Stratis. Ja, definitiv. Also da bin ich echt, ich freue mich wie ein kleines Kind jetzt endlich auf die finale Version. Ja, ja. Auch wenn da jetzt die Kampagne noch nicht mit drin ist, aber... Was, da ist die Kampagne noch nicht mit drin? Nee, haben sie angekündigt. Die bringen zum vollen, also zum finalen Release, bringen die Kampagne noch nicht mit rein, sondern machen es Stück für Stück als kostenlose DLCs mit. Ja, das will ich aber hoffen. Gut, wobei, ich finde, die Kampagne spielt ja generell nicht keiner, so ja. Aber es wäre mal, eine Idee, auch mal irgendwie diese Missionen, die sie hier vorgeben, einfach mal zu zocken. Ich meine... Was macht der Bennett Bob an deinem Bobbis? Ich weiß es nicht, aber mir ist gerade ein bisschen unwohl bei der ganzen Sache. Hier im Dunkeln, alleine, draußen, auf dem Feld. Komm in meine Richtung. Schnüffelt da wieder? Ist ja, Nadi? Der ist wieder ganz wieder wild heute. Also ich muss sagen, es sieht echt schick aus hier. Sternenhimmel da hinten, das Beleuchtete von der Stadt oder die Lichter der Stadt. Oh. Die Schüsse. Die Schüsse, angenehm. Ja, ist romantisch. Angenehm. Ja, doch, doch. Händchen halten jetzt. Ja, da hinten am Turm. Ich denke, wir gehen mal an den Leuchtturm. Okay. Ja. Das ist doch ein Leuchtturm. Ein Funkturm. Also ob Leuchtturm oder Funkturm, alles dasselbe. Wir halten auf jeden Fall so lange durch, bis der Server neu startet. Und versprochen, wir machen wieder richtige Folgen, aber das ist einfach gerade zu lustig hier auf diesem Server. Ja, was hier los ist, das ist echt witzig. What? Ja. It was me. Ich glaub, da hinten. Was ist denn das? Das Blaue? Auch Knicklicht. Gar nicht mit beschäftigt mit dem Kram, muss ich gestehen. Immer nur DayZ oder hier Stratis oder Wasteland. Wobei Wasteland gab's ja. Oh, ist das hell. Meine Augen. Oh ja. Schee. Da würde ich auch gerade denken, wie die Insekten, ne? Ja, bzzz.
gerne mal wissen, I'm was da unten in der Stadt los ist. I will go to the light. I'm a mosquito. Er denkt jetzt auch, ich bin bekloppt. Hey, hombre, I'm a mosquito. Ein bisschen Spaß muss sein. Ist schon dämlich, wie wir alle ums Licht rumrennen. I love the blue light. I'm a mosquito. Ah, herrlich. Nach müd kommt blöd. Also so langsam kehrt da unten wieder ein bisschen Ruhe ein, habe ich das Gefühl. Lass uns mal gucken, bis der nächste Heli abstürzt. Ja, komm, lass uns mal Richtung... Wir sind halt auch sehr auffällig, wenn wir da... Oh, wir können schon mal... Der kommt tief. Der kommt. Vielleicht können wir jetzt noch live einen Heli-Absturz sehen. Na, ich glaube nicht. Er macht gerade sein Suchlicht an. Hinlegen! War das eine gute Reaktion, auf Suchscheinwerfer hinzulegen? Eigentlich nicht. Nein. Ja. Ich würde mal sagen, wie ich renn mal, ne? Nee, lass ihn doch da. Wieso hält er denn direkt vor mir? Der ist ein Zentimeter neben mir gelandet. Will ich einsteigen? Ich will hier einsteigen. Ist das so Polizei? Yeah, ich bin drin. Ja, nee, hat abgeschlossen. Hat dich rausgeworfen? Ja. Da unten habe ich aber schon wieder Schüsse. Ja, ich glaube, das beruhigt sich nicht so schnell. Verdammt, ich war schon Co-Pilot. Haben wir mal auf Streife mitfliegen? Wir haben Kokain verloren. Ich renne hier rum, also... Ich seh ihn. Und? Da seid ihr, alles klar. Schüsse kamen von hier, ne? Ja, auf der Suche nach Schüssen. Oder beziehungsweise bis der Server neu startet. Also falls das hier unterbricht, war schön mit euch zu spielen. Oh, das war nah. Oh, das hört sich nach Tesa an. Du das hier ist noch nicht. Ja, komm, lass uns mal ins Haus hier reingehen. Nee, mit dir gehe ich nicht hinten aus. Oh, da hier oben. Mal hoch hier raus. Oh, mein Herz. Das war nah. Sieht man hier was? Hier oben ist jemand drin, guck mal. Hä? Oh, da ist jemand drin. Hallo. Komm, wir gehen raus. Was haben wir denn zu verlieren? Richtig. Hey. Die Party will ich miterleben. Go away. Siehst du, das eskaliert doch hier schon. So, das wollen die Zuschauer doch sehen. Wow. Öffentliche Hinrichtungen, sowas noch. Ich glaube, wir sollten weg, sonst verhaftet. Ah, renn! Lauf! Renn. Die machen doch gar nichts, sind doch freundlich, die wollen nur spielen. Ja. Stehen sie doch alle mit Handschellen auf der Straße rum. Wo seid ihr? Hinter dir, oben. Stehst du hier an dem Zaun? Wo seid ihr? Da seid ihr, alles klar. Beobachte das mal sicher Entfernung. Oh, da unten, ich gehe mal in das Mauerstück, bevor man hier noch befragt wird oder sowas. Was macht der? Der rennt gegen die oder was? Ja. Ah, okay, das war's. Na nun gut, ja, ein kurzer Eindruck sollte eigentlich eine Folge werden, aber irgendwie hat das nicht ganz hingehauen. Ja, wenn euch das trotzdem gefallen hat, das Chaos, was wir hier kurz gezeigt haben, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wir können das nicht wiederholen, weil es war nicht geplant. Ansonsten sehen wir uns dann natürlich im nächsten richtigen Teil von Stratis Live wieder. Ich verabschiede mich und meine beiden Kollegen haben das letzte Wort. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt eine Chaos-Folge, aber ich denke, es ist mal interessant, auch mal zu zeigen, wie es hier abgeht, wenn mal richtig viel Chaos ist. Ja, und dann bis zur richtigen Folge. Ja, auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hört ihr auch das Beatboxen? Mhm.